Andreas Brehme, der mit Pfiffen empfangen wurde und dann ein Kopfball von Wohlfahrt passt genau vom Elfmeterpunkt und gute Parade von Gerald Ehrmann. Der erste FC Kaiserslautern wieder mit Jürgen Groh im Mittelfeld. Man war gespannt, ob Wuttke in Manndeckung genommen werden würde. Für mich überraschend, dass der Mann, der sich jetzt auch für die Nationalmannschaft empfohlen hat, so viele Freiheiten auch heute gegen die Bayern genossen. Dann Wohlfahrt. Das sind Szenen etwa nach einer Viertelstunde, typisch für den Spielverlauf. Aljewi. Schupp. Und dann ein Heber versucht, aber Jean-Marie Pfaff mit seiner ganzen Erfahrung. Beide Mannschaften waren eigentlich nur mit einer einzigen echten Spitze angetreten. Wohlfahrt bei den Bayern, Frank Hartmann beim ersten FC Kaiserslautern. Vor allen Dingen die Bayern in der Defensive sehr tief gestaffelt. Der FCK war praktisch gezwungen, in die Breite zu spielen. Kurzpässe, Doppelpässe, aber genau da lagen eigentlich die Vorteile für die Bayern, wie hier, Lothar Matthäus. Und das war dann doch vielleicht ein Haken zu viel. Aljewi, ein schneller Mann, gut am Ball auf dem linken Flügel, der auch heute wieder einen Tick zu eigensinnig spielt. Hier hat er noch einmal Glück, bekommt den Ball noch einmal und dann ein Schüsschen. Keine Schwierigkeiten für Jean-Marie Pfaff. Schulmäßig die Ballstaffetten der Münchner Bayern. Die Kugel lief manchmal wie am Schnürchen. 10, 12 Stationen. Hansi Plügler, Ludwig Kögel, Andreas Brehme. Das ist natürlich nicht dazu angetan, Begeisterung zu wecken, aber man kann auf diese Weise Ball und Gegner kontrollieren. Klaus Augenthaler, verfolgt von Schupp, Kögel, Michael Rummenigge mit einer guten Leistung. Metz hat sich da etwas verschätzt, Lothar Matthäus, Nachtwey, schön in den Raum gelegt, Nachtwey und 1:0 für die Bayern. Ein herrlich herausgespielter Treffer. Die Vorarbeit noch einmal Matthäus, Nachtwey und dann schön freigespielt. Und ebenso gekonnt, ebenso schön der Direktschuss von Michael Rummenigge, gegen den man natürlich absolut keine Abwehrchance hat. Das war in der 36. Minute und dieser Treffer war eigentlich überfällig. Dann noch eine Chance für die Bayern. Wohlfahrt, ein bisschen zu weit nach außen gedrängt, aber nur ganz, ganz knapp am Posten vorbei. Das hätte nur eine Minute später schon das 0:2 sein können. Kaiserslautern in dieser Schlussphase der ersten Halbzeit immer noch ohne den großen Schwung, ohne den Elan, den die Mannschaft in den ersten beiden Heimspielen bewies. Und dann Frank Hartmann, der noch nicht zu der Verstärkung geworden ist, die man sich hier in Kaiserslautern erhofft hat. Groh, Schupp, in den letzten 5 Minuten also wieder einmal Chancen und etwas mehr Stimmung auf den Rängen, wo es doch leiser geworden war. 0:1 zur Pause, eine verdiente Führung für die Bayern, keine Frage. Nach Seitenwechsel reagierte dann Hannes Bongas, er brachte Chor, der ja lange Zeit verletzt war, für den keineswegs enttäuschenden Metz. Und dieser Tausch, dieser Wechsel setzte neue Kräfte frei, ein Ruck ging durch die Mannschaft und plötzlich bekamen auch die Bayern Probleme. Wuttke mit einigen glänzenden Ideen. Manchmal waren sogar seine Mitspieler etwas überrascht. Kleine Rangelei zwischen Moser und Kögel. Ansonsten aber eine sehr faire Partie, sicherlich auch ein Verdienst von Schiedsrichter Assenmacher. Moser, schön angetäuscht. Und das war Hartmann. 4 Minuten nach dem Seitenwechsel. Wir sehen gleich noch einmal die Zeitlupe. Ich glaube, in so einem Fall verbietet es dann von Pech zu sprechen. Das hätte das 1:1 sein müssen. Aber das deutete sich schon an, Kaiserslautern jetzt wesentlich engagierter, wesentlich geradliniger in seinen Aktionen und damit auch gefährlicher. Die Bayern-Abwehr mit Problemen. Und wieder Wuttke in seiner typischen Art. Aus dem Lauf geschlagene Flanken. Chor. Auch sein Einsatz machte sich sofort bezahlt. Man weiß, man sieht, er ist ein Gewinn für die Pfälzer. Das gesamte Spiel jetzt wesentlich besser. In erster Linie ein Verdienst des ersten FC Kaiserslautern. Auch dieses jungen Mannes.
Axel Roth. Er wird hier unfair gestoppt. Roth war gekommen für Frank Hartmann. Freistoß, Butke noch abgefälscht und nur eine Ecke, die fünfte. Herbert Hoth, Jean-Marie Pfaff, macht sich da etwas Platz. Schupp. Dusek, Roth und 1:1. Auch das ein sehr schöner Treffer. Hannes Bongardt hatte offensichtlich die richtige Nase. Axel Roth war erst 4 Minuten vorher ins Spiel gekommen. Die Vorarbeit von Dusek, heute ein erstklassiger Libero. Vorne und hinten stark. Und dann mit letztem Einsatz Axel Roth in der 64. Minute. Auch dieses Tor hatte sich schon länger angedeutet. Es war hoch verdient. Kaiserslautern jetzt Mitte der zweiten Halbzeit tonangebend. Ein Foul von Andreas Bremer. Es war nicht so schlimm, aber natürlich zu Recht die gelbe Karte. Die dritte für einen Münchner Spieler, vorher schon gelb für Klaus Augenthaler und auch für Reinhold Matti. Roth. Die Bayern jetzt eigentlich mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Sie kamen kaum noch zu ernsthaften Kontern. Und Wolfram Wuttke, der seine gute Form bestätigen konnte. Möglichkeit für Dusek. Ja, auf dem nassen, auf dem glatten Rasen bekam er den Ball nicht unter Kontrolle. Dennoch, ich kann mich da wiederholen, ein vorbildlicher Kapitän heute. Die Nummer 3 beim ersten FC Kaiserslautern. Aljewi, Schupp. Und Wuttke. Ein bisschen zu sehr auf die Mitte gezogen, da waren noch 20 Minuten zu spielen. Dann in der Schlussphase ein leichtes Nachlassen, natürlich erkennbar. Keiner wollte mehr verlieren, der Faktor Sicherheit wurde mehr und mehr betont. Und so blieb es schließlich auch nach 90 Minuten beim 1:1. Unentschieden, sicherlich ein gerechtes Resultat. Mit der Punkteteilung dürfen beide zufrieden sein. Der erste FC Kaiserslautern hat angedeutet, dass man auf dem richtigen Weg ist, den Betzenberg wieder zu einer Festung zu machen. Die Bayern bleiben ungeschlagen und scheinen wohlgerüstet für die erste Europapokal.